Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal Falter Vanlife. Heute stelle ich euch den Campingplatz in Wahlwies bei Stockach am westlichen Bodensee vor. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Noch was frei? Ein kleiner Ballon, ja. Für mich? Ja, alles klar. Wo fahre ich hin? Ja. So, ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz Wahlwies, Campinggarten Wahlwies in Stockach angekommen. Und hier werde ich dann 2 Nächte übernachten. Und weil ich hier auch noch Wäsche waschen kann, und gehe jetzt erstmal zur Rezeption mich anmelden. Ich hatte schon vorhin den Platz zugewiesen bekommen und aber da war keine Zeit zur Anmeldung. Und in der Zeit hat der Kollege das wohl fertig gemacht in der Anmeldung. Ich bin hier sehr, sehr freundlich empfangen worden. Es ist, der Platz ist sehr schön, es ist wie ein Garten. Ich zeige euch da nachher mal ein bisschen mehr von. So stehe ich jetzt hier. Das war der letzte Platz, der noch frei war. Und unter mir ist ein Schachbrett, das ist eigentlich wahrscheinlich zum Spielen gedacht, aber wird wohl nicht mehr genutzt. Konnte ich mich jetzt hinstellen. Hier neben ist direkt eine Apfelplantage. Kann man sich auch bestimmt nicht selbst verdienen. Die werden ja verkauft, die Äpfel. Dann geht man hier hoch. Hier ist ein Kinderspielplatz. Sehr schön gemacht. Überall stehen Schilder, Achtung, spielende Kinder. Und hier oben ist dann ein bisschen Restauration, Café. Kleiner Bioladen und die Rezeption zur Anmeldung. Hier ist dann der Hinweis, bitte hier anmelden. Im Moment ist hier wieder die 3G-Regel, also getestet, geimpft oder genesen. Hier wird man auch sehr schön gleich mit diesem Schild empfangen. So, und hier geht es dann rein. Das sind alles tolle Bio-Sachen. Dann hier Lebensmittel, alles Bio. Wunderbar. Alles, was man so braucht. Und diese Lunchglas. Ganz interessante, werde ich mal was von probieren gleich. Säfte, Biere verschiedene, Kühlgetränke und Lebensmittel. Wunderbar. Und dann gibt es hier noch eine Bäckertheke, also mit Kuchen und Brötchen. Und da oben
leckere Sachen und Federweißen. Das ist gut, dann nehme ich gleich eine von mit. Die mag ich gerne. Und hier sind die Eintöpfler. Wunderbar. Dann noch Hundefutter, verschiedenen Sorten. Und ganz viele Informationen über den Bodensee. Und die Umgegend gibt es hier auch noch. Hier kann man sich dann auch noch hinsetzen und seinen Kuchen genießen oder draußen auch. Das haben wir ja schon gesehen. Sehr schön. Da geht dann der obere Teil des Campingplatzes. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Hier ist auch alles mit Obstbäumen und bestückt und insofern. Ja, eigentlich wie ein Garten. Dann gehen wir jetzt mal zum Sanitärgebäude. Das ist hier links. Dann wollen wir nochmal zurückgucken. Jo, hier schauen. Hier mit einer Maske aufziehen. Hier vorne sind Toiletten. Sieht alles sehr schön neu aus. Alles Toiletten. Auch noch Toiletten. Und hier sind dann die Duschen. Gucken wir mal in so eine Dusche rein. Oh, sehr schön. Vorne ein Vorraum mit Sitzbank, ein Schieber zum Trockenschieben, eine sehr schöne Dusche, alles neu gemacht, wie es aussieht, sehr schön gekachelt oder gefliest, sagt man ja. Ja, und davon gibt es 1, 2, 3, 5, 6 Duschen. Sehr schön. Hier ist dann der Männerwaschraum. Männerwaschraum und auch noch eine Toilette wahrscheinlich. Nee, auch noch mal ein Waschbecken. Haartrockner, also Haarföhn. Und hier ist dann der Damenwaschraum. Waschbecken. Und eine Waschbeckenkabine. Ein sehr schönes Kunstwerk sogar an der Wand. Alles sehr schön gemacht. Hier sind die Spülbecken mit kaltem und warmem Wasser mit Mischbatterie. Einer fehlt. Wahrscheinlich aus Corona-Gründen. Sein Wasser abgebaut. Und hier ist dann Chemietoilettenentsorgung. Hundedusche. Alles vorhanden, was der Camper so benötigt. Und hier ist dann Babyraum, WC nochmal, Waschmaschine, Trockner, Waschbecken für die Handwäsche, nochmal ein Spülbecken. So, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, Wäsche zu waschen. Wenn ich die beiden großen Taschen hier sehe, habe ich aber schon bereitgestellt. Hier geht's gleich hier im Campinggarten Wahlwies Wäsche waschen. Und wie ich gerade sehe, Müll müsste ich auch mal ausleeren. Ich muss erst mal gucken, wo die Mülltonnen hier sind. So, erste Maschine ist drin und läuft. Hier ist die Wäsche für die zweite Maschine. Die Maschinen müssen oben freigeschaltet werden über das Schloss. Kostet einmal waschen 4 Euro, einmal trocknen 5 Euro
Und das sind die beiden Maschinen, Trockner und Waschmaschine. Da wird auf dem Dach des Sanitärgebäudes werden Solarzellen angebracht. Und ja, super Sache hier in Wahlwies. Und hier hinter dem Sanitärgebäude sind dann auch nochmal Campingplätze, Stellplätze. Und hier hinter dem Hauptgebäude gibt es dann Mülltrennung. In der Mitte ist ein Tisch mit Sachen, die wohl aus irgendeinem alten Wohnwagen übergeblieben sind, wo man sich was wegnehmen kann, was man davon gebrauchen kann. Also wie gesagt, ist hier Mülltrennung, Restmüll, Papier, Kunststofftonne. Und daneben ist der Camping-Butler. Das ist auch so ein System, in dem man die Toilettenkassette von der Chemietoilette reinstellen kann und die wird dann gereinigt, entleert und gereinigt. Hier oben ist ein großes Display. Ich entleere und reinige Ihre Chemietoilette. Und kostet 2 Euro das Reinigen, Entleeren. Gibt es auch in verschiedenen Sprachen. Eine Hilfetaste und eine Starttaste. Bezahlt wird mit Münzen. Neben dem Camping-Butler gibt es dann noch den Wasseranschluss. Das Wasser ist, soweit ich weiß, kostenlos. Trinkwasser kann man hier füllen. Das werde ich morgen früh, bevor ich fahre, dann auch machen. Alles zusammen. Und hier ist dann noch die Grauwasseraufnahme, wo man drüber fahren kann. Und hier, den Berg Hang hoch weiter, kann man dann gleich in die Obstplantagen und in den Wald auf dem Berghügel, wie man immer das auch nennen mag, wandern gehen. Fahrrad ist wahrscheinlich nicht so angesagt, weil das geht doch ziemlich bergauf. Und das Ganze ist hier alles in der Nähe vom Bodensee, wo man natürlich auch noch einiges machen kann. Und man kriegt da auch einige Informationen über die Aktivitäten am Bodensee und Umgebung. Mhm.